So, wir waren lange nicht mehr im Banditenlager, muss ich sagen. Wir waren so ziemlich am Anfang im Banditenlager. Das ist der falsche Weg. Falscher Weg! Wir müssen hier entlang. Ups. Ostküste, ich wollte gerade sagen. War da eine Ader? Nein, da war keine Ader. Gut. Dann gehen wir mal hier runter. Schubidubidu. Lalalala. Habe ich mich hier eigentlich dran bedient? Hier gibt's nichts. Jo, da habe ich mich schon bedient. Ja, mein Gedächtnis ist momentan nicht so wirklich das Frischeste, aber das macht nichts. Wir können das ja trotzdem jederzeit nochmal überprüfen. So, weil wir können jede Mine, beziehungsweise jede Ader, die ihr ja seht, können wir nur einmal abbauen und danach nie wieder im ganzen Spiel. Also dem Spiel natürlich nicht. Wenn wir sofort ein neues starten, dann wäre das was anderes. So. Hier haben wir eigentlich so weit alles leer gerupft. So. Und dann gehen wir wieder durch unseren Lieblingswald, wo wir ja damals Marvin getroffen haben, der ja den Albtraum von den untoten Burgherren hatten. Von Patroskon und seinen Mannen. Und ich versuche irgendwie diese langweilige Laufpassage, die sich ja nun mal nicht vermeiden lässt, irgendwie unterhaltsam zu gestalten. Was auch nicht immer so einfach ist. Und wenn das, gucke ich auch nebenbei nochmal, ob sich hier irgendwo noch vielleicht noch ein Keiler rumtreibt. Es kann ja durchaus sein, dass ich hier irgendwo einen Keiler verschont habe. Und falls ja, ist jetzt seine Zeit gekommen. Seine Zeit von mir erlegt zu werden, natürlich. Was dachtet ihr denn? Hier liegen zwar Knochen, aber nicht das, was ich suche. So. Ich glaube, da drüben treibt sich einer rum, ja? Sieht gut aus. Und da hinten sehe ich eine Pflanze. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Attacke! Wunderbar. Da wurde die langweilige Laufpassage für euch doch nochmal ein bisschen interessant. Beziehungsweise kurz. Ja, nicht actionreich, aber es war ja nicht wirklich actionreich, weil ein Schlag und Tod kann man nicht gerade actionreich nennen. Und irgendwo hier treibt sich eine Aschenbestie rum. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Karte insgesamt 3 Stück. Das halte ich jetzt aber für eine Spekulation, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir echt nicht sicher bin. So, weil ich gerne auch mal dazu neige, ein bisschen schlampig zu erkunden. Ja, schrei mal so viel du willst. Du schreist bald nämlich gar nicht mehr. Und ich sehe da eine Schatztruhe, die da verborgen ist. Zieh doch deine Waffe, Mensch! Alter. Oh, sag mal. Ui, 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 ui. Also ihr seht, die Aschenbestie ist tatsächlich noch ein Gegner vor uns. Und wir sind schon wieder fast tot. Also wir haben 2/3 unseres Lebens verloren. Aber trotzdem konnten wir ihn besiegen. Wir haben nochmal hier ein paar Pflanzen. Der Kräuter-Opi schlägt nochmal zu. So. Ich bin echt mal gespannt. Also Kreaturen spawnen auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ob auch Pflanzen spawnen, da bin ich mir nicht so sicher. 169 Gold, ein kleiner Heiltrank und ein Kochrezept für einen kräftigen Fleischtopf. Hat heilende Wirkung. Wunderbar. Nehmen wir alles mit. Sehr schön. Und dann gucken wir uns nochmal weiter hier um. Vielleicht finden wir noch einen oder anderen Keiler, den wir noch erledigen können. Beziehungsweise erlegen können. Hier haben wir uns ja schon um die Keiler gekümmert, genau. So. Ja, also man sieht, der Bestand im Wald ist momentan echt minimal geworden. Kein Wunder, so wie wir gewütet haben hier im Laufe der Zeit. Das ist echt kein Wunder mehr. So. Ach du Schande. Da ist eine riesige Schlucht. Da hatten wir mal diese 3 Schatzsucher gefunden. Ich versuche mal rüber zu springen. Ja, das war ein Schuss in den Ofen, was ein Sinne des Wortes. Das war einfach nur dumm. Um es mal so auszudrücken. Denn so ist es nämlich. Ich trinke kurz mal was.
Okay. Oh, eine Minze. Mensch, hätte ich was übersehen. Okay, dann gehen wir den langen und umständlichen Weg. Aber das ist nicht schlimm. Hier ist noch eine Pflanze. Nehmen wir die auch nochmal mit. So. Okay. Also hier ist wirklich gar nichts mehr. An der Straße. Also da müsste man wirklich schon weit und tiefer in den Wald reingehen. Um noch Kreaturen zu finden, die man noch jagen kann. Ist hier eigentlich noch irgendwas drin? Eventuell? Rein zufällig? Hier habe ich nämlich noch gar nicht geguckt in den Tümpel hier. Oh, hier ist auch nichts. So, dann gehen wir mal hier durch das Gebüsch durch, so wollte ich schon sagen. Und, ja. So, hier, so langsam machen wir uns aber sicher auf den Weg in Richtung Banditenlager. Wo wir dann nochmal mit dem Don sprechen werden und ihm mitteilen werden, dass die Hafenstadt Banditen alles wieder unter Kontrolle gebracht haben. Mit unserer Hilfe natürlich, ganz klar. Ohne uns hätten sie es nicht geschafft. Voll arrogant, ey. So. Die Inquisition müssen wir ja leider immer noch meiden. Weil sonst wollen sie gleich sich mit uns prügeln. Das kennen wir ja schon. So. Es ist echt ein sehr langer Weg, muss ich sagen, wenn man keine Teleportmöglichkeit hat. So. Okay, hier ist nichts mehr. Ich dachte nämlich zuerst, da würde sich was bewegen, aber nein, da bewegt sich absolut gar nichts. Ach, war hier nicht auch noch eine Höhle mit Ghoulen drin? Aber da könnten wir auch nochmal hingehen. Dann gibt es nochmal ein bisschen Action für euch und vielleicht noch den einen oder anderen Game Over. Man weiß es ja nicht. Hier haben wir ja damals eine Horde von Krallenfightern erledigt. Was heißt damals? Das ist ja noch gar nicht so lange her. Beziehungsweise für euch schon, für mich noch nicht. Jo. Und der hier scheint gerade schön rumzuglitschen. Doch nicht. Schade. Au, au, au. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut, Jungs. Jo. Oh, ich bin tot. Vor allem, wie er da liegt. Und keiner traut sich ran. Doch. Au, das war mein Bauch. Mensch. Ach ja, es ist doch immer wieder schön, mal Game Over zu gehen. Ja. Auch failen muss einfach mal erlaubt sein in einem guten Let's Play. Und es war ja meine eigene Schuld. Deswegen rage ich auch nicht rum. Ihr wisst ja, am Anfang habe ich ja besonders gerne rumgeraged, was ja verlorene Kämpfe angeht. Aber sowas ist ja auch einfach ärgerlich. Vor allen Dingen, wenn man gegen Broga kämpft, man ist kurz vorm Ziel und dann haut er einen doch noch weg. Aber ich glaube, inzwischen würde der Kampf wesentlich anders ablaufen. Na komm her. Na komm. Sei ein braver Ghoul. Vor allen Dingen, er ist wesentlich schneller im Wasser als wir. Au. Alter, Alter. Double Kill. Geil. Finde ich gut. Zwei Ghule mit einem Schlag erledigt. Und dann gucken wir mal weiter, ob sich hier noch ein Ghoul rumtreibt. Ich sehe hier auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Die nehmen wir auch gleich mit. Und hier ist eine Mana-Pflanze. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Was haben wir denn hier Schönes? Da ragt irgendwas heraus. Das ist aber nicht für uns relevant. Und der dritte Ghoul treibt sich natürlich genau da drin rum. Zeit für dich zu sterben. Was habe ich gesagt? War was? Scheiße. Upsi. Das ging leicht ins Auge. Aber auch nur ganz leicht. Wir haben ja seine beiden Brüder da schon erledigt. Oder Schwestern. Oder Neutrum, man weiß es nicht. Okay, der hat sich jetzt auf jeden Fall zu ihnen gesellt. Der ist jetzt nämlich auch erledigt. Na, hier nochmal den Pilz mit. Und vor allem die Dungeon hier ist schön hell. Also hier könnt ihr das auf jeden Fall sehen. So, dann werden wir mal die Kiste hier öffnen.
die nicht mal verschlossen ist, möchte ich hinzufügen. Und wir kriegen 95 Goldmünzen, eine Ogerwurzel, eine schwache magische Heilung, und zwar die Rune, keine Schriftrolle, und den Stachel. Das heißt, wir haben dann jetzt, ich glaube, drei Runen haben wir dann jetzt bei uns. Ja, drei Runen. Die Witzerzählen-Rune, die Skelettbeschwören-Rune und die schwache magische Magie-Rune. Es läuft, liebe Leute. Es läuft hervorragend. Und ich muss mir dieses verdammte, liebe Leute, endlich mal langsam abgewöhnen, es weniger zu sagen. Ihr seid natürlich, liebe Leute, ganz klare Geschichte. So. Ich grüße übrigens alle meine Zuschauer da draußen, die sich dieses Let's Play und auch andere Let's Plays von mir angucken. Klare Sache. Freut mich sehr, dass ihr reinschaut. Ich hoffe, ihr findet noch mehr auf meinem Kanal, was euch gefällt. Um mal kurz ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Upsala. So, hier ist anscheinend nichts mehr, was irgendwie noch lebt und feindselig ist. Gut. Dann können wir jetzt diesen... Ja, kann man Sumpf dazu sagen? Ich glaube, man kann hierzu schon Sumpf sagen. Ja, Sumpf nicht, weil ein Sumpf sieht ja eigentlich anders aus. Wir hatten ja schon andere Sümpfe. Also diesen See, Tümpel, was auch immer. Den können wir jetzt wieder verlassen. Ich glaube, hier trieben sich damals noch Keiler rum. War das hier? Irgendwo hier trieben sich auf jeden Fall noch Keiler rum in der Gegend. Die werden wir uns auch gleich noch kümmern. Dann haben wir die nämlich auch. Und ja, wir nehmen jetzt inzwischen über 40 Minuten auf. Das heißt, die Aufnahmepause der ersten Hälfte der 9. Session rückt langsam näher. Und ja, ich würde sagen, wir nähern uns auch mit großen Schritten langsam dem Ende des ersten Kapitels. Das heißt, wir werden dann in der Story mal wieder... Ja, was heißt mal wieder? Es wird langsam mal Zeit, dass wir wieder weiter voranschreiten, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben auch schon viel erkundet, denke ich mal. Also wir können uns später tatsächlich hauptsächlich auf die Story konzentrieren und müssen uns nicht noch mit Nebenquests rumschlagen, weil die haben wir ja schon erledigt. Und das war der Keiler. Und ich wollte schon wieder Kampfkeiler sagen. Nein, es ist ein normaler Keiler, kein Kampfkeiler. Sowas... Hat der Keiler denn hier etwas Schönes für uns? Sieht nicht so aus. Das ist schade. Nicht meine Pflanze ist hier. Aber wir haben den Keiler selber erledigt. Und das reicht mir eigentlich auch schon. Das heißt, wir können jetzt ungestört weiter zum Banditenlager vorstoßen. Ohne Probleme. Ist hier vielleicht noch ein Keiler? Zufällig? Ja, stimmt. Bei dem Lager der Inquisition dürften sie vielleicht noch ein paar Tiere rumtreiben. Keiler speziell meine ich jetzt. Und ich glaube, der Fincher, der hat auch noch eine Quest für uns. Also die rechte Hand des Inquisitors. Des Inquisitors sage ich schon. Des Dons. Ich arbeite doch nicht für den Don. Bin ich denn bekloppt? Also, der Nagelfahr-LP nicht falsch verstehen. Du bist nicht bekloppt, weil du für den Inquisitor gearbeitet hast. Keine Sorge. Bloß, ich halte von dem Inquisitor herzlich wenig bis gar nichts. Auch von seiner Truppe nicht. Deswegen, also ich habe bisher eigentlich auch noch nie für die Inquisition wirklich gespielt. Und ich bereue es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe bisher eigentlich immer für die Banditen gespielt. Und es macht mir auch großen Spaß als Bandit zu spielen, weil Schwert und Schild ist einfach meine Klasse. Muss ich ganz einfach sagen, das ist einfach so bei mir. Manchen mag vielleicht eher der Magier liegen, vielleicht auch der Speerkämpfer, aber bei mir ist es einfach Schwert und Schild. Das ist meine Kampfklasse bei Risen. So. Bei The Elder Scrolls ist es zum Beispiel, da nutze ich die Magie auch eher gerne, aber hier eher nicht so. Hier bin ich einfach nur ein Krieger. Ich wollte den gerade angreifen, Alter. Oh. Ich dachte schon, es sei ein Feind. Nein, das ist einfach nur einer der Arbeiter. Enrico, lange nicht mehr gesehen, alte Säule. Die Skelette haben wir schon lange erledigt. Ja, nach langer Zeit kehren wir... Ist da eine Stachelratte? Tatsache. So, das waren die Stachelratten. Auch die sind erledigt. Da haben wir tatsächlich Stachelratten übersehen. Ist ja unfassbar. Die habe ich echt übersehen. Schlampig gearbeitet. Herr Viperfan, geht ja gar nicht. Einfach so schlampig gearbeitet. Mann, 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 Mann. Was soll nur aus dir werden, Junge?
Vor allem ist es auch schön, ihr seid jetzt dabei und ich führe Selbstgespräche. Super. So, ist hier vielleicht noch irgendein Getier hier, das sich rumtreibt? Wolf oder sowas? Irgendwie sowas in der Richtung? Ein kleines Wölflein oder Wildschwein? Keiler meine ich. Aber ist ja auch ein Wildschwein. Nö. Hier treibt sich nichts rum. Hier ist alles tot. Alles ist tot hier. Dann können wir jetzt wirklich ins Banditenlager zurückkehren. Und dann werden wir uns erstmal in unsere Hütte legen und pennen. Und dann werden wir, denke ich mal, den Don besuchen. Ich wollte schon wieder Inquisitor sagen. Nein, den Don besuchen wir, nicht den Inquisitor. Das muss ich einfach nochmal hinkriegen. Ah, ein Heilkraut. Nehmen wir gleich mit. Ich glaube, bei Robart gab es sogar noch ein paar Gegner, die wir noch besiegen können. Noch mal ein paar kleine Kämpfchen. Gab es hier nicht sogar Adern, die wir mitnehmen konnten? Kommen wir hier durch? Ja, hier kommen wir durch. Sehr schön. Ja, da haben wir schon mal eine Ader. Die nehmen wir gleich mit. Wenn wir schon hier sind. Gleich mitnehmen. Hervorragend. Nette Ausbeute. Ja, 5 Goldbrocken. Kann man durchaus als nette Ausbeute bezeichnen. So. Dag! Alte Säule. Lang nicht mehr gesehen und doch wieder erkannt. Mensch. Hier liegt noch die Fackel aus dem Anfang unseres Let's Plays, Alter. Die hält aber lange da unten auf dem Boden. Meine Güte. Ist hier noch eine Ader? Nö. Sieht nicht so aus. Mensch, Ricardo, dich habe ich auch vermisst. Dein Schuh ist auf. Dein Schuh ist auf. Ach ja? Ich kann damit aber immer noch zutreten. Und das werde ich auch tun, wenn du mich verarschen willst. Kapiert? Ja, ist ja gut. Ich denke, ich hab's verstanden. Einfach nochmal einen Dialog, um nochmal einen kleinen Taschendiebstahl zu begehen. Ausgerechnet bei Ricardo. Unglaublich aber wahr. So, und dann besuchen wir jetzt mal diese Hütte hier. Die übrigens ursprünglich mal Bronco gehört hat. Wir pennen bis mittags, damit wir voll sind. Voller Elan und Einsatz. Sehr schön. So, wo ist denn Daniel Craig eigentlich? Da steht er. Breitbeinig bis zum geht nicht mehr, aber er steht da. Bring mir was über den Kampf bei. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke kann er uns noch vermitteln, aber wir haben keine Lernpunkte. Wir haben genau 0 Lernpunkte. Ja Mensch, doch so viele. Und da musste ich gerade ausstoßen, das tut mir leid. Na du Mistkerl, mein Schläger hat es dir ordentlich besorgt, was? So aufregend war es auch wieder nicht. Ha, jetzt siehst du, was passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Entspann dich wieder. Doch, das ist aber schon Ewigkeiten her, muss ich sagen. Wie sieht's aus? Bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Wie sieht's aus? Bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Na schön, wenn's unbedingt sein muss. Okay. Deine Waren sind viel zu teuer. Deine Waren sind viel zu teuer. Ach ja, das glaube ich nicht. Willst du wissen, was ich glaube? Ich glaube, du bist einfach nur zu arm. Wenn du wüsstest, Kollege. Ich bin kein Schmied. Ich bin kein Schmied.